Hallo, vor mir steht ein Asus ePC, der mit den ganz vielen Es, 1215B. Das Ding ist 11 Jahre alt, da ist ein AMD E350 drin, sind allerdings schon 4 GB RAM drin, eine 500 GB große HDD wohlgemerkt, keine SSD. Und da ist Windows 7 drauf. Und das Ding ist, ja, mittlerweile völlig überfordert. Ich habe jetzt mal hier YouTube gestartet und er denkt nach und überlegt, und die Frage ist jetzt natürlich: Geht das mit Windows 10 besser oder ist das dann restlos überlastet, das Ding? So, und jetzt sage ich: Du siehst es schon, es passiert im Grunde fast nichts. Wir gehen mal auf dieses Video noch schnell, um zu schauen, ob hier irgendwas passiert. Das ist doch schon mal was. Vollbild. Also, irgendwann war der mal gut für. Okay, irgendwann war der mal wirklich gut für Medien, für Videostreams, aber man sieht es schon, das ganze Ding ruckelt, der Rechner ist völlig überlastet mit allem, was er macht, also es ist so in dem Sinne nicht mehr zu gebrauchen und deshalb installieren wir jetzt mal Windows 10 mit diesem Stick. Wie so ein Stick zu erstellen ist, das zeige ich dir in diesem Video hier und ja, jetzt geht's mal los. Da geht's schon los. Zumindest so ein bisschen. Ach, so wichtig bei Asus, das habe ich erstmal rausgefunden, F2 drücken. Und dann, ja, FI auf Platz 1, der Boot-Priorität. Und dann sollte es schon losgehen. Manchmal, ja, eigentlich ist es nie so tatsächlich. Und ganz großer Vorteil, du hast jetzt hier auf der Rückseite, ich hoffe, ich zeige es, ohne das Ding zu zerstören, natürlich noch die gute alte Windows 7 Lizenz und die erlaubt, dass du auch Windows 10 ganz entspannt nutzen kannst. Das hat tatsächlich funktioniert. Wunderbar. Dann geht es im Grunde nur noch an die Bestätigung der Lizenzbedingungen. Und ja, natürlich, das alte Ding fliegt komplett raus. Also am besten, wenn du all deine alten Daten gesichert hast, würde ich dir empfehlen, das komplett zu löschen, das ganze Ding. Formatieren ist nicht unbedingt notwendig. Und hier sind auch noch die ganzen einzelnen Partitionen gesetzt. Das kann man tatsächlich alles entfernen, wenn du alle Daten gesichert hast, natürlich nur. So, nach endlosen Stunden, nein, so lange war es nicht, eine knappe Stunde hat es jetzt in Angriff, hat das jetzt hier gedauert, bis Windows 10 mit all seinen Dingen und bla 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 installiert war. Es funktioniert ganz gut, die Maus ist noch nicht, beziehungsweise das Touchpad zum Scrollen angelegt, warum auch immer. Und ja, so sieht das jetzt aus. Mal schauen, wo es hier irgendwo mal ein ordentliches Video gibt, um das mal auszuprobieren. Ich bin natürlich jetzt im Edge und nicht mehr. Ja, nehmen wir doch genau das und schauen mal, ob das Windows 10 besser hinbekommt. Erstmal gibt es Werbung. Okay. Während hier wirklich die ganze Zeit überall Werbung angezeigt wird. Und tatsächlich, Videoqualität ist okay. Das Video läuft. Ja, flüssig ist, glaube ich, gerade die falsche Aussage. Aber irgendwie. Naja, irgendwie doch. Also tatsächlich besser. Besser, minimal besser. Aber ja, wirklich gut ist das noch nicht. Ach, guck an. Also doch, ja, nein. Also jetzt, ich schaue es mir an, ich mache es nochmal groß. Warum auch immer das, ich drücke, glaube ich, immer. Na,
Also du siehst, es dauert immer noch ein bisschen, aber tatsächlich, Windows 7, gut, da war schon einiges installiert, hatte aber extrem zu kämpfen und das ist hier gerade ja eine flüssige Mediendarstellung. Also tatsächlich kann man hier einfach mal Filme angucken. Ton habe ich leider gerade noch nicht hinbekommen. Das kann ich dir noch nicht beantworten, warum jetzt hier kein Ton kommt. Aber das lässt sich sicherlich noch rausbekommen. Es wird auf anderen Laptops natürlich auch anders sein, dass es direkt erkannt wird. Keine Ahnung, was er hier gerade für ein Problem hat. Er ist auf jeden Fall der Meinung, dass er Ton hat. Aber was ich schon jetzt feststellen kann, das ganze System, klar, alles neu installiert. Und ich zeige es noch mal kurz. Er ist wirklich maximal ausgelastet, wenn er Videos abspielt. Aber im Vergleich zum alten Windows 7 ist es so, dass dieses Ding wieder benutzbar ist. Man kann mal ein Video angucken, man kann mal eine E-Mail schreiben, man kann nach irgendwas surfen. Das geht immer noch nicht schnell, nicht flott, aber wie gesagt, für einen 11 Jahre alten Laptop, der vor 11 Jahren auch noch nicht, auch damals nicht wirklich schnell war, ist das mal ziemlich respektabel. Also ich kann sagen, ja, Windows 10 über Windows 7 zu installieren, benutzt am besten den Key, der hinten drauf ist. Das kostet gar nichts, hilft. Es hilft und es wird alles ein bisschen flotter und irgendwie sieht es auch schicker aus. Windows 7 ist wirklich ziemlich altbacken geworden, wenn ich mir das gerade so anschaue. Okay, also Windows 10 installieren scheint ganz häufig die richtige Antwort zu sein. Altem ist raus. Gut, ja dann, bis zum nächsten Mal.